So, jetzt Benjamin, herzlich willkommen zum Partnerinterview. Wie geht's dir, mein Lieber? Hey, mir geht's gut und dir? Sehr schön. Ey, mir geht's immer gut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen jetzt ein bisschen über deine Reise hier in der Ausbildung zum Hochpreiskurs in den letzten paar Wochen. Du rauschst ja hier durch wie eine Rakete. Lass uns gleich mal ganz vorne anfangen, Benjamin. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, hey, ich möchte mich beruflich nochmal weiterentwickeln? Also ich bin seit 2020 selbstständig und das hat alles nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise funktioniert schon, aber ich habe mir gesagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie nicht mehr so in diesen unterstelligen 5.000 bis 6.000 Euro rumtümpeln und habe mich dann umorientiert, dazu auch, da ich ja selbstständig als Fahrzeugaufbereiter bin, in ein High-End-Produkt auch mit selber mich darstelle. Deswegen habe ich gesagt, nee, das funktioniert nicht mehr. Ich bin 2 Meter groß fast und da kann man sich das vorstellen, dass man dann sagt, mit 45, ich bin jetzt 34, also 10 Jahre noch ist dieser Beruf vorbei. Okay, verstanden. Also das heißt auch wirklich aus dem logischen Aspekt raus, so hey, es ist harte körperliche Arbeit, irgendwann ist da Schicht im Schacht quasi, oder wie? Ja, verstanden. Das höre ich tatsächlich sehr, sehr oft, auch sehr intelligent. Wenn du jetzt, du hast ja vor ein paar Wochen hier gestartet, was waren denn so bisher deine zwei oder drei größten Erkenntnisse jetzt im Rahmen der Ausbildung zum Hochpreiskloser? Also die Erkenntnisse erstmal, ich selber, ist ganz witzig eigentlich, weil ich habe ja die ganze Zeit diese Fahrzeugaufbereitungsgeschichte gemacht und habe mich ja indirekt die ganze Zeit selber schon verkauft als mein Produkt, ne? Als Dienstleister. Das habe ich gar nicht so realisiert und habe dann eigentlich durch dieses Mindset, was du relativ stark auch fokussierst, mitbekommen, okay, das könnte tatsächlich was werden, auch für mich selber, ne? Weil man sagt immer Vertriebler und, und das ist halt immer schwierig, aber ich finde es richtig klasse. Genau. Okay. Das ist so dieses ja, ich nehme aus diesem Kurs halt relativ viel mit, auch viel Wissenswertes, wo man auch sagt, okay, man kann auch an vielen Stellen ansetzen und auch für andere Leute ist es relativ, also eine gute Möglichkeit, um aus diesem 9-to-5-Job rauszukommen. Ja, das stimmt. Sehr, sehr gut. Jetzt geht es ja dann bei dir gerade voll in die Bewerbungsphase rein, Benjamin. Hast du dir schon ein paar konkrete Nischen oder Branchen überlegt, wo du sagst, hey, das sind Bereiche, die interessieren dich besonders? Also ich bin in der Nische Richtung Fitness, Richtung Mindset. Die beiden Nischen interessieren mich sehr, Richtung E-Commerce auch. Das sind so diese Nischen, wo ich sage, okay, da würde ich mich auch wieder mit infizieren. Das wäre okay. Cool. Ja, stark, sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir machen eh dann in ein paar Wochen oder Monaten nochmal ein Update-Interview und schauen, wo du letzten Endes auch rausgekommen bist. Hast du jetzt abschließend noch einen Impuls oder eine Idee für alle Zuschauer, Benjamin, die gerade da sitzen, sich denken, Mensch, ich Also würde für auch alle. gerne irgendwie was verändern, ich traue mich aber noch nicht. Pipapo, was würdest du so jemandem gerne mitgeben, basierend auf deiner Erfahrung? Also auf meinen Erfahrungen würde ich jeden, egal wer es ist, egal wie lange er arbeitet am Tag, man kann es schaffen. Man muss halt nur ein bisschen Disziplin und ein bisschen Biss beweisen. Ich selber habe es ja auch relativ schnell geschafft, ne? Ich habe meine Selbstständigkeit, nebenbei habe ich noch ein Subunternehmen in der Sicherheitsbranche, da war es selber 12 Stunden. Okay, Und habe ja. das trotzdem durchgezogen, wie ich es durchgezogen habe. Also für Stark. jeden, der draußen das sieht, macht's. Ich kann es nur empfehlen, um aus dem Hamsterrad rauszugehen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Stark. Benjamin, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Es war ein sehr interessantes Interview und ich freue mich drauf, wenn wir das in ein paar Wochen oder Monaten nochmal wiederholen. Ich mich auch.